Wir sind auf dem Hof Hinterberg in Füllinsdorf und bei mir ist der Thomas Alt. Thomas, die haben heute einen Tag der offenen Tür, aber ich würde sagen, das ist ein Tag der offenen Tore. Wenn man hier das Ringsel umschaut, werden da wirklich von allen Seiten her bestürmt. Ja, wir sind selber gerade ein bisschen überrumpelt. Ja, das ist... Die hilft dir schnell. Nein, es ist so, also da ist jetzt wirklich gerade fast ein Notstand ausgebrochen. Auch wenn ihr schon schaut, wie viele Autos da unterwegs sind. Sie haben zwar grosszügig kalkuliert, aber ihr seht jetzt so viele Menschen, die da sind. So viele Leute, die aber auch meinen Lehren ein bisschen Geduld haben. Apropos Geduld. Die stellen so viele Produkte auf. Erzähl mal, was wird auf dem Hinterberg alles produziert? Weil das geht ja über das ganze Jahr. Genau, wir sind ein Mischwirtschaftsbetrieb. Der Hauptlast ist Milchvieh. Wir produzieren Milch, wir produzieren etwas Fleisch und haben Ackerbau, Getreide, Brotweizen und noch etwas Futtergerste, dann noch Mais, einfach ein bisschen von allem. Und der Hauptbetriebszweig ist noch seit 2 Jahren Pension, Pferdepension, die wir haben, wo wir auch recht investiert haben. Und wir haben so viel Standbeine. Wir machen Direktverkauf, wir machen Gartenbau, wir machen Fellarbeiten, wir sind in der Holzerei tätig, wir machen Brennholzverkauf, wir machen so viel. Ja, wir sind einfach relativ breit aufgestellt und das halt auch, wenn ein Zweig nicht gerade so läuft oder neu nicht so gut ist, können wir gut wieder mit einem anderen kompensieren. Ja, und der Tag des offenen Bauernhofs, das ist mein Ansporn dafür, ist, die Landwirtschaft den Leuten wieder näher zu bringen, weil ich habe mega Mühe damit, wenn ich mich rechtfertigen muss, zum Produzieren. Und das möchte ich ein bisschen dagegen steuern, den Leuten Türen aufmachen, zeigen, wie wir produzieren, zeigen, dass wir nachhaltig produzieren, auch wenn wir intensiv produzieren. Wir produzieren in der Region. Wir probieren, das Bestmöglichste rauszuholen, dass wir den Weizen hier produzieren, die Milch hier produzieren, nicht importieren, nicht weit heimführen. Das ist ein bisschen unsere Philosophie. Darum sind wir recht intensiv. Ja. Echt stark, wenn die Milch aus der Nähe kommt bei mir, ist der Geschäftsführer vom Bauernverband, der Peter Sanner. Peter, sag mal, für euch die Bedeutung von diesem Tag, was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass wir versuchen, die Landwirtschaft und unsere Bauern der breiten Bevölkerung zu präsentieren und zu zeigen, was wir machen. Wie ist denn so die Stimmung eigentlich bei den Bauern generell? Ich habe auch immer das Gefühl, und das haben wir auch vorher jetzt wieder gehört, hier auf dem Bauer, man ist ein bisschen unter Beschuss, man fühlt sich glaube ich, nicht ganz so wohl beim Produzieren. Wie kann man das, kannst du das mir besser sagen? Ja, wir haben ja in der letzten Zeit öfters Initiativen gehabt, die immer darauf erzielt haben, dass die Bauern nicht richtig produzieren würden, dass sie nicht richtig zu den Tieren schauen würden und all diese Sachen. Und das ist natürlich völlig falsch. Unsere Bauern sind sehr engagiert und sie zeigen das auch in einer breiten Bevölkerungsschicht. Ich gebe mir unseren Mitgliedern mit, bitte macht weiter so, wie das bis jetzt gemacht hat, zeigt, dass wir innovativ und auch modern sind, zeigt, dass wir ein wichtiger Bestandteil von unserer Gesellschaft sind und wir unseren Beitrag leisten, dass die Gesellschaft eben funktioniert. So, ein Schönes an diesen Höfen ist doch immer, wenn man dann die Mama antrifft, und das ist jetzt hier die Lisbeth, und dann kann man auch davon ausgehen, dass es eigenes Brot, eigenen Zopf gibt. Lisbeth, was macht ihr sonst noch? Ja, Gumpfi, Sirup, Likör, dürre Bohnen, Sauerkraut, Curry, Zucchetti, Sursüss, Tomatenbüree. Woher kommen alle diese Rezepte? Ist das über die Jahre erarbeitet oder ist dir das auch schon weitergereicht worden? Also Gumpfi habe ich übernommen von meiner Mutter. So wie, also ja, kannst du sagen, nach Grossmutterart. Und andere Sachen habe ich Rezepte zusammengesucht und gebastelt, bis man gepasst hat. Aber was ist das Geheimnis hinter diesem Zopf? Zeit lassen. Ja. Außer der Hefe habe ich keine anderen Triebmittel drin. Und wir müssen einfach die Zeit lassen, dass er aufgehen kann. Und immer wieder in den Ofen schauen. Gell? Wie viel ja. Mal basteln in der Woche? Wie ist das Hofladen offen?
Freitag und Samstag ist es, am Freitag zu oben ist es offen und am Samstag am Morgen.